Party Break met Fun for Young. Partyferien in Lloret-de-Mar und Mallorca mit Martyreisen und stewcard.ch. Die Vorteilskarte für junge Leute und Studierende. Der Party Break auf Star TV, hallo und herzlich willkommen. Wir sind schon richtig in richtig geiler Partystimmung. Es ist unglaublich, jedes Mal, wenn wir in Tucke sind, egal ob das im Bandits Club oder heute zum grossen Opening von der Eventhalle. Heute bei uns im Party Break, Big Opening Eventhalle mit dem Mr. Mike Hennis und Jack Holiday im Interview. Das sind wir heute im Party Break. Ja, wir rocken den Abend so richtig. Ich kann sagen, die in Tucke, die im Kanton Schweiz. Sie können richtig feiern, sie können bechern und auch die Leute, die extra noch hinkommen aus den Regionen, die feiern mit genauso wie ihr heute im Party Break da und sagen Big Opening, Tucke, eventuell! Hallen-Event 2015 und natürlich darf auch er nicht fehlen. Guten Abend, Mike Candice! Hallo! Einmal! Hey, kann es nicht sein, wir haben uns auch schon das letzte Mal in Tucke gesehen, oder? Wir sehen uns irgendwie überall in der Schweiz. Das Gefühl, jedes Mal, wenn ich in der Schweiz auflege, bist du auch da. Letztes Mal war es gerade Bern, oder? Expo-Halle. Ist das so? Ja. Ja, aber es ist auch noch nicht so lange her, oder? Nein, das war im November, oder? Das ist ich glaube, ja, irgendwie so. Es ist ja auch schön, dass du unserer schönen, kleinen, herzigen Schweiz noch erhalten geblieben bist. Jetzt kann ich nichts anderes sagen, als ich freue mich immer wieder in der Schweiz aufzulegen. Ich freue mich immer wieder da zu sein. Nein, es ist wirklich so. Es ist zum einen wegen dem Stress. Ich glaube, ich sage immer das Gleiche. Aber es ist wirklich das Reisen und so. Dann ist man immer wieder froh, wenn man daheim ist, wenn man mit der mit den eigenen Leuten feiern, plus nachher im eigenen Bett schlafen, das ist auch immer schön. Mike, Déjà-vu, Déjà-vu? Déjà-vu, wir haben die gleiche Frage und die gleiche Antwort schon etwa 700 Mal gehabt, stimmt. Kommt jetzt das mit den Augenringen, oder? Jetzt kommt das mit den Augenringen. Wie ist es mit den Augenringen? Geht es noch einigermaßen oder was machst du dagegen? Ich habe nicht einmal mehr Zeit gehabt zum Schminken heute, also ich bin direkt aus dem Flüger hierher gekommen und man sieht, es ist ein harter Job, aber es macht immer noch Spass, immer noch. Geht es noch mit dem Augenring? Das fragst du mich jedes Mal. Aber ja, klar, zu Recht? Wenn es einer weiss, wie ich mich entwickle, dann bist es du. Sehr, ja. Sehr erfolgreich natürlich wieder eingestiegen in den Charts mit dem neuen Song. Ja, ich freue mich. Ich freue mich. Meine Schweizer Fans sind nach wie vor, wie soll ich sagen, die unterstützen mich. Ich habe Freude an meiner Musik und das freut mich mega. Bei dir kann man wirklich sagen, einer von den wenigsten, der noch wirklich selber produziert in der Schweiz. Also du kannst wirklich deine Songs auch als eigen nennen, oder? Das ist ja so. Also, ich will jetzt ja da natürlich nichts über meine DJ-Kollegen sagen, aber nein. Aber nie! Nein, das machst du, das lange schon. Nein, aber das ist wirklich so und das ist für mich natürlich noch mehr eine Herzensangelegenheit.
klingt jetzt ein bisschen philosophisch, aber es ist wirklich so. Ich arbeite lange im Studio an diesen Songs, ich schreibe das, ich komponiere das. Und ich dann sehe, dass es bei den Fans gut ankommt. Der grosse Sommer steht fast vor der Tür von Tugge fast. He? Du hast vieles vor, einem kommenden Sommer. Ja klar, jetzt gerade nächste Woche geht es los. Asien-Tour das erste Mal, ja. Eigentlich fängt jetzt der Sommer bei mir schon an. Jetzt bin ich zwei Wochen in Asien, in etwa 5-6 verschiedenen Ländern. Also wirklich jeden Tag in einem anderen Land. Und dann geht es auf Brasilien. Und dann kommt wieder der Sommer mit Ibiza, Mallorca, Spanien, Lloret de Mar. Alles. Ja. Vielleicht sehen wir uns ja sogar in Lloret de Mar. Wer weiß? Ich freue mich selbstverständlich. Wir sind ein bisschen ruhiger jetzt, unglaublich, aber ich meine, du hast ja vorher extrem geile Stimmung gehabt. Jetzt ohne Brille, guten Abend, Jack Holiday! Sali, Pat! Wo hast du Brille? Ja, da oben beim Publikum. Da oben? Da oben auf der Bühne. Ich meine, gut, die ganze Zeit kann man sie eh nicht anlegen, oder? Sonst kommt schon ein Augenschaden über von der ganzen Brille, weißt du? Wie machst du das eigentlich, Amix? Wie muss man sich das vorstellen? Ich meine, man sieht ja meistens nur von vorne, wie ist das? Ist deine Batterie für die ganz Blöden? Du hast quasi den Akku im Sack. Und die Brille da und du siehst ein bisschen, Arbeit. Heute Abend in Tugge, ich meine, du bist ja sehr viel auch im Ausland unterwegs. Ja. Mehr als eigentlich in der Schweiz. Kommt man dann gerne noch in die Schweiz auftreten oder sagst du, ja, komm Schweiz? Nein. Ich sag, der Vorteil ist, wenn du in der Schweiz spielst, du kannst am gleichen Abend wieder heimgehen. Wenn du im Ausland spielst, dann schlafst du im Hotel, am nächsten Tag gehst du am Flughafen. Du verlierst unterstrich immer 48 Stunden. Wenn du in der Schweiz spielst, bist du ein Gig und in 2 Stunden bist du schlussendlich daheim. Und das ist ein riesen Bonus, würde ich sagen. Bist du schneller wieder in der Ostschweiz nachher zurück, oder? Genau wie du auch, ja. Ja, fast, ja. Und ich meine, man muss jetzt sagen, mit deinem neuen Song hast du grossen Support auch vom Ausland, oder? Doch. Nicht so selbstverständlich. Nein, noch nicht. Also ich bin sehr überrascht. Wir haben den Track haben wir an einem Abend in 4-5 Stunden haben wir den aufgenommen, haben den produziert, rausgelassen. Dann ist Martin Garrix, Afrojack, Hardwell, Avicii, alle so ball Track. Und das schon, ich finde das schon krass, wenn du einen Track machst in 4-5 Stunden und den Support hast von quasi den Top-Team der Welt, oder? Das ist schon krass. Ich meine, das ist auch ein Gefühl, das nicht jeder in der Schweiz kann haben, oder? Ich meine, dass man so supportet wird vom Ausland. Also ich sage jetzt, von den Schweizern haben den Support, hat EDX hat den Support. Ich sage auch, der Dave 202 hat den Support. Und ich habe den Support. Und das ist schon, ich sage schon, eine Lorbeere quasi. Reagieren die Leute im Ausland anders auf deinen Sound, als jetzt hier zum Beispiel heute in der Schweiz? Das würde ich nicht sagen. Es kommt je nach Event drauf an, wenn du, so wie jetzt heute, Bastridge bist in Tugge, ist mehr kommerziell, ist mehr EDM, das, was die Leute gewöhnt sind. Wenn du im Ausland spielst, in Italien zum Beispiel, dann kannst du mehr Future House, du kannst mehr Club-technisch spielen, das ist nicht so kommerziell, die Leute sind mehr offen für etwas Neues. Und in der Schweiz sind die Leute immer so, dass wenn du einen Track spielst, den die Leute nicht kennen, dass sie eher auf Ablehnung gehen. Das ist der Unterschied, würde ich jetzt sagen.
Damen und Herren, das war das Big Opening vom Halle-Event in Tuggen, Kanton Schweiz. Eine geile Sache, ich freue mich schon auf 2016. Aber ihr könnt euch schon freuen, vielleicht auf das kommende Weekend, wo wir uns jetzt befinden. Je nachdem, wenn ihr die Sendung schaut, nämlich der grosse Ballermann-Abend oder eben das grosse Closing vom Halle-Event in Tuggen mit Haus unter anderem. Kommt rein. Alle Infos gibt es auch im Netz. Tuggen kommen, Halle-Event feiern. Es lohnt sich auf jeden Fall. Was sich auch lohnt, ist. Zugcard, deine Vorteilskarte von der Kantonalbank in der Schweiz. Mit der könnt ihr sehr viel sparen. In der ganzen Schweiz auf jenste Sachen. Und wenn ihr ganz schlau seid, könnt ihr euch das neue Stewcard-App abladen auf Google Play oder im App Store. Dort habt ihr jenste Gewinnspiele, die ihr jederzeit up-to-date könnt anschauen auf dem Handy. Das ist noch cool, wenn man kein Handy in der Hand hat. Anschauen auf dem Handy und hast kein Handy, ist ja voll behindert. So, also, könnt ihr anschauen, ich tue es zumindest so. Ja, es wäre jetzt drauf, ich mache es so. So, ja, es wäre jetzt drauf auf dem Handy. Anschauen auf dem Handy, sind ihr immer up to date und sehen auch, wo es aktuell wieder Prozent gibt. Alle Infos im Netz unter stewcard.ch. Wir sehen uns nächste Woche wieder im Partybreak. Viel Spaß im Ausgang zu Wechsel, okay, auf Start TV. Tschüss! Party Break mit Fun for Young. Partyferien in Joredemar und Mallorca mit Martyreisen und stewcard.ch. Die Vorteilskarte für junge Leute und Studierende.